So, und jetzt kommen wir zur Bewerbungsrede von Ulle Schaus. Liebe Ulle, auch du hast, sobald du hier oben bist, 5 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, in diesen umwälzenden Zeiten, in denen unsere Werte infrage gestellt werden und rechte Parolen und Menschenfeindlichkeit in unsere Parlamente einziehen, möchte ich über Freiheit, Sex und Gleichheit reden. Ich möchte nicht nur, ich muss. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, dass wir uns alle frei entscheiden können, dass auch jede und jeder hier im Saal frei entscheiden kann, wo, wann und mit wem Sex gewollt ist. Es bedeutet auch, dass uns die Gesetzgebung vor sexuellen Übergriffen schützen muss, sie unter Strafe stellt, und zwar in jedem Fall und nicht nur bei nachgewiesener Gegenwehr. Und seit 22 Tagen ist diese Selbstverständlichkeit endlich Gesetz. Nein heißt Nein. Dieses Gesetz ist aber noch eines, ein Ja zur Selbstbestimmung. Dafür habe ich als frauenpolitische Sprecherin gekämpft. Dieses Ja zur Freiheit können auch wir Grüne als einen Meilenstein feiern. Liebe Freundinnen und Freunde, gerade jetzt, wo wir einen Backlash erleben, gerade jetzt ist die Reform des Sexualstrafrechts eine wichtige Botschaft. Denn Sexismus, Antifeminismus und Rassismus werden salonfähig. Die Hofers und Trumps dieser Welt schaffen es mit ihren frauenfeindlichen Parolen immer wieder in die Headlines. Und da gilt es, rote Linien zu ziehen, und dem Hass und der Verachtung setzen wir unsere grüne Politik für eine offene und gleichberechtigte Gesellschaft entgegen, für Geschlechtergerechtigkeit, für die volle Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Trans- und Intermenschen, und zwar ohne Kompromisse. Liebe Freundinnen und Freunde, die Rechten haben sich den Feminismus als zentrales Feindbild ausgeguckt. Und ich stelle mal klar, dass Frauen sich gegen die Erwartung einer AfD nach höheren Geburtenraten stellen, ist kein Genderwahn. Dass wir als Gesellschaft einen Konsens zu § 218 haben, das ist nicht Gender-Gaga. Und unser Grundgesetz Artikel 3 von 1949 wurde auch nicht im Genderwahn geschrieben, nein. All das sind Errungenschaften einer Politik, die auf Freiheit und Gleichheit angelegt war und bewusst, damals wie heute, gegen die rechte Ideologie gesetzt wurde. Bei uns hat emanzipatorische Politik keinen Rückwärtsgang, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen Kurs halten, das politische Korrektiv sein für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, für Akzeptanz und Würde. Orientierung bieten für gesellschaftlichen Zusammenhalt, und zwar mit Mut und klarer Kante. Liebe Freundinnen und Freunde, ein voller Erfolg langjähriger grüner Politik ist die Frauenquote in Aufsichtsräten. Aber viele Frauen haben ganz andere Sorgen. Ungleiche und niedrige Bezahlung, Lücken in der Erwerbsbiografie, Teilzeitfalle und dann niedrige Renten. Viele haben Angst vor Armut, und darum haben wir Grüne gute Konzepte erarbeitet. Denn Menschen brauchen eine Politik, die ihnen wirklich was bringt. Mehr Lebensqualität, mehr Vereinbarkeitschancen, mehr 50-50. Wir Grüne bieten einen gerechten Systemwechsel an, mit einer verträglichen Reform des Ehegattensplittings, einem Rückkehrrecht auf Vollzeit, einer armutsfesten Kindergrundsicherung und wirklichen Verbesserungen für Alleinerziehende. Und die jüngste Shell-Studie zeigt, wir steuern den richtigen Kurs, gerade für junge Frauen, für junge Männer und für alle Familien in ihrer wunderbaren Vielfalt. Liebe Freundinnen und Freunde, Selbstbestimmung und Vielfalt sind bereichernd. Das gilt auch für die Kulturpolitik. Und grüne Kulturpolitik schließt alle ein, denn Kunst kennt keine sprachlichen oder kulturellen oder Geschlechtergrenzen. Und weil die deutsche Hochkultur noch nie ein Abo auf Vielfalt hatte,
weil zu viele Geschichten von Migrantinnen nicht erzählt werden, weil zu wenige Filme von Frauen gedreht werden. Deswegen blenden wir Grüne mehr ein, viel mehr. Und das ist uns mit der Förderung des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen und einer bundesweiten Förderung für queere Filmfestivals gelungen. Das war ein Riesenerfolg. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin vor 4 Jahren angetreten, die grüne Frauenpolitik in Berlin zu vertreten. Ich habe erfolgreich darum gekämpft und habe Wort gehalten. Mit mir könnt ihr sicher sein, dass ich im nächsten Bundestag wieder über Freiheit, Sex und Gleichheit reden werde. Nicht nur als Feministin, als Lesbe oder Kulturpolitikerin, sondern als Grüne. Mit eurer Unterstützung auf diesem Platz 9, denn starke Frauenpolitik, die kommt aus NRW. Vielen Dank. Es liegen für dich keine Fragen vor, Ole.